seien zwei sich schneidende Geraden, so wie auf der ungenauen Zeichnung hierunter. Wenn die Winkelöffnung des Winkels A in Grad 8x plus 6 beträgt und wenn die Winkelöffnung des Winkels B in Grad 4x plus 38 beträgt, wie viel beträgt dann die Winkelgröße in Grad des Winkels B? Da diese Winkel A und B Scheitelwinkel sind, haben sie automatisch dieselbe Öffnung, was also bedeutet, dass 8x plus 6 dasselbe ist wie 4x plus 38. Und somit erhalten wir diese Gleichung ersten Grades mit unbekannter x. Um diese Gleichung zu lösen, setzen wir zuerst alle x-Terme auf eine Seite und die anderen auf die andere Seite. Und das führt dann zur Gleichung 4 mal x gleich 32. Also, indem wir diese Gleichung durch 4 teilen, finden wir, dass x 8 ist. Aber Vorsicht, jetzt nicht denken, dass a die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist, denn nicht x wird gefragt, sondern die Öffnung des Winkels b. Das heißt, wir suchen diese Öffnung 4x plus 38, wenn x 8 ist. Die Öffnung des Winkels b ist also 4 mal 8 plus 38, das heißt 70. Und somit ist die Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.